Hi ihr Lieben, willkommen bei Flip. Ich bin's, eure Regina, und ich habe heute ein ganz besonderes Rezept für euch mitgebracht. Ihr kennt doch sicherlich diese tollen Galaxy-Motive, sei es auf T-Shirts, auf Leggings, mittlerweile auch auf Nägeln. Ich habe das Ganze umgewandelt in ein Galaxy-Apfelrezept. Alles, was wir brauchen, sind drei kleine Äpfel. Als allererstes müssen wir die Äpfel vorbereiten. Dafür pieksen wir sie auf mit den Stäbchen. Einmal hier durch. Ja. Durch ein bisschen Gewalt. Das halten die Äpfel aus. Schon fast gedacht, ich schaffe das nicht. So, als nächstes müssen wir das Wasser und den Zucker zusammenmischen und aufkochen. Dafür tun wir das hier alles erstmal in den Topf. Achtet bei der Herzstufe darauf, dass sie nicht zu hoch ist, sonst verbrennt die ganze Masse sehr schnell. Als nächstes nehmen wir die pinke Farbe. Hier kommt es ganz auf euren Geschmack an. Ihr könnt nach und nach die Farbe hineingeben, um euch dann zu vergewissern, dass die Farbe nach eurem Geschmack ist. Wichtig ist auch, dass ihr die ganze Zeit am Herd bleibt und nicht zwischendurch weggeht. Sonst kann das auch sehr, sehr schnell verbrennen. Und immer schön umrühren. Blubbidi blubbel. Es kocht auf jeden Fall schon mal richtig gut. Es sollen keine Zuckerstückchen übrig bleiben. Die Masse soll wirklich klar rot sein. So, Ladies and Gentlemen, wir haben es. Wunderschön. Fangen wir jetzt mit dem spannenden Teil an. Und zwar tunken wir jetzt die Äpfel rein. Passt bitte auf, dass wenn die Stäbchen nicht richtig drin sind, kann es sein, dass die Äpfel runterfallen und in die Masse plumpsen. Blubbidi blubbel. Und das kann überschwappen. Und weil es heiß ist, kann es auch wehtun, deshalb zieht euch am besten eine Schürze an. Die Äpfel lasst ihr dann ca. 2 bis 3 Minuten kurz abkühlen. Die dürfen aber noch nicht verhärten. Ihr müsst sie ja auch irgendwie erstmal vom Backpapier abbekommen. Und dann taucht ihr sie wieder in die Masse ein, denn noch ganz rot ist es ja nicht. Diesen Vorgang könnt ihr dann so oft wiederholen, bis euch die Farbe am Ende gefällt. So, das Rot haben wir schon mal. So, jetzt geht's erst richtig los mit dem Galaxy-Look. Ich bestäube nämlich den Apfel jetzt mit dem lilanen Glitzer. Dazu kommt noch die gelbe Farbe. So sieht das Ganze dann mit dem Glitzer aus. Aber da fehlt noch ein kleines Topping, und zwar kleine Perlenkugeln. Wem das Ganze jetzt schon reicht, kann es natürlich so lassen. Aber ich finde, mehr ist mehr. Mein Galaxy-Apfel ist jetzt endlich fertig. Mit ganz viel Glitzer, ganz viel Perlen, so wie ich es mag. Probiert es doch aus und teilt das Ganze mit uns unter dem Hashtag FlipFood. Hier kommt ihr noch zu anderen tollen Videos. Vergesst nicht, Kommentare dazulassen, falls ihr noch Anmerkungen oder Fragen habt. Und ansonsten bitte abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.